So, Gipfelleistung. Schauen wir uns das mal an. Das nächste PSP-Spiel ist ja schon mal... ist noch nicht ganz festgelegt. Nur das Genre. Ach so. Die Kinder spielen Heidi-Suche. Ach ja, ich habe Hans Nummer 2 vor einer Weile hier gesehen. Warum schleppt er immer diese Ballons mit sich rum? Das Genre habe ich quasi schon festgelegt. Es wird ein Hack-and-Slay-Action-RPG. Untold Legends. Ich habe es ja schon mal irgendwann angesprochen, aber nicht ganz ausgeführt. Untold Legends ist eines der beiden Teile erstmal. Wenn du abseits der Piste fahren willst, achte auf die Skifahrer. Es gibt mehrere Action-RPGs, Hack'n'Slays und... oh Gott. Und da gibt es halt Untold Legends 2 Teile. Grafisch sieht das eher aus wie eines... der moderneren 3D-Handyspiele, namentlich hier genannt Dungeon Hunter, gibt es ja auch schon ein paar Teile, die letzteren sind ja ein bisschen mit In-App-Käufen zugemüllt, aber naja, grafisch sieht es auf jeden Fall so aus, nur um mal grafischen Vergleich heranzuziehen. Oh. Und sonst, oh Gott. Und sonst gibt's halt noch Dungeon Siege, Thrones of Agony oder so. Grafisch jetzt nicht so leckerbissen. Wobei der zweite Untold Legends Dingens schon optisch schon ganz cool ist. Oh Gott. Oh Gott, ey. So. Sonst gab's noch Unheaven Sword oder so. Boah, ich kenne den Namen gar nicht. Ich kenne das Spiel auch ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe gesehen, dass es so in die Richtung geht. Höher hinauf auf die Berge, aber in meinem Ballon ist kein Gas mehr. Wenn wir ihn irgendwie zum Schweben bringen können, bringe ich dich auf den höchsten Gipfel. Kein Problem. Ja, müssen irgendwie zum Schweben bringen. Das Ding ist... ach ja, und sonst hätte ich noch Locoroco, heißt das, ne? Locoroco. Ist so ein... ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Solltet ihr googeln, Locoroco. Wird so geschrieben, wie es sich anhört, mit C, aber... Locoroco. Habe ich auch... angespielt schon... also auch besitze ich auch hier natürlich auf der PSP. Aber ich habe es nie so weit gespielt. Ist ja schon ein bisschen her und dann, als ich es schon hatte, irgendwie hat es mich dann doch nicht so geflasht. In der Zeit, aber jetzt bin ich ja schon offener, was Spiele angeht. Da war ich ein bisschen jünger. War ein bisschen eher auf Action getrimmt. Da hatte ich auch schon GTA, die beiden Teile auf der PSP und God of War und so. Dann kann so ein Spiel auch schon schnell mal untergehen. Deswegen Locoroco, Patapon ist auch ähnlich. Ja. So. Ja, Ballons in einem Ballon.
Natürlich reicht es nicht. Natürlich reicht uns das nicht. So, dann gehen wir mal auf die Suche nach weiteren Ballons. Bitte kannst du den brennenden Baum schon entfernen? Ich weiß jetzt, dass man nicht mit Streichhölzern spielen darf. Schnell, rolle ihn in den Schnee, um ihn zu löschen. Ah. Aha, und jetzt? Aha. Ich hab den jetzt weggeschafft, und nun? Ah. Okay. Oh Gott. Was muss ich denn hier genau machen? Aha. Ach so, okay, jetzt habe ich's. Ich muss auf diese Figur drauf und dann kann ich auf diese Kugel da auf seinem Bauch da drauf hüpfen. Da. Und dann die mittlere Kugel und dann das und dann das und dann können wir hier mit schon reisen. Komm, flieg! 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 Weiter nach oben. Nein, hier. Yes. Reichen zwei Ballons? Anscheinend nicht. Oh Gott. Sag mir nicht, ich muss noch mal da. Kommt der denn her? Ist ja plötzlich noch einer. Oder wie oder was? Hä? Ne, jetzt ist der hier verschwunden. Hey. Aber der... Nee, hä? Ups. Ungeschickt von mir. Ja, das Ding ist ja, ich brauche ja irgendeinen... Oh! Irgendwas von unten oder nicht? Was gibt's denn hier auf dieser Seite? Kann ich nicht nach hinten springen? Nee. Was passiert denn, wenn ich... Ja. Also, da sind zwei Heißluftballons drin. Da kann ich doch was machen. Ja, Mann, wusste ich's doch. Zum Glück ist da ein Checkpoint.
Gott. Rutschflächen. Die sind überall. Die sind überall. Dritter Luftballon. Ja, die... ja. Das klappt, glaube ich, so. Bin ich hier richtig? Mit dem dritten Ballon. Du hast es geschafft, mein Ballon schwebt wieder. Komm an Bord, wir werden die vermissten Kinder finden. Greife die Schwämme, um den Ballon zu steuern. Nicht zu viel Gas geben. Aber auch nicht zu wenig. Da haben wir es. Hey, ich bin Hans Nummer 2. Gut gemacht. Du hast mich gefunden. Und alle Ballons, die ich verloren habe. Danke, aber ich mache... aber ich mache mir Sorgen um den kleinen Hans. Er ist weitergegangen, aber er hat seit mindestens 20 Minuten nichts mehr gegessen. Oh mein Gott. Shit. Ja. Im nächsten Part erzähle ich ein bisschen mehr weiter über die Projekte auf der PSP. Könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Ja, gespannt drauf sein. Der beste Freund heißt das nächste Level.